Sonne, Strand und Meer. Früher erschien die Freiheit in der norddeutschen Tiefebene grenzenlos. Doch jetzt ist sie bedroht. Durch einen antitouristischen Schutzwall. Ein Bollwerk aus Stacheldraht und Sägezähnen. Errichtet, um das Volk vom Strand zu trennen. Nur wer 3 Euro zahlt, darf durch. Für die Widerständler ein Skandal. Sie fordern, die Mauer muss weg. Wir haben den 17. Juni gewählt, weil viele Menschen an unseren kilometerlangen Deichzäunen das Gefühl von Zonengrenze haben. Nur dass sie nicht eingesperrt, sondern ausgesperrt sind. Worte, denen Taten folgen. Als Ausdruck des kollektiven Ungehorsams stürmt das Volk den Grenzposten. Genauer gesagt, das Kassenhäuschen. Hallo, es ist gebührenpflichtig hier. Nee, wir wollen ja da links rum und gehen da klar. Am Ende siegt die Übermacht der Sonnenhutbürger. Das Kassenpersonal kapituliert. Was machen Sie jetzt dagegen, dass Sie alle reingehen? Ich weiß ja von der Demonstration und werde das der Geschäftsführung melden. Ich kenne ja ein paar Namen und damit ist die Sache der Geschäftsführung. Ich soll die Eintritt kassieren, aber Sie sind ja nicht gewählt, Eintritt zu zahlen. Und gibt das eine Anzeige? Oder? Also, das liegt wie die Geschäftsführung entscheidet. Ich gebe das nur weiter. Sprachrohr und Rädelsführer des Volksaufstandes ist der friesische Kreistagsabgeordnete Jantu Just. Wir wollen, dass erstens der Zaun fällt, zweitens, dass wir keine Gebühr bezahlen müssen, wenn wir nur ans Wasser oder ins Watt wollen oder wenn wir nur diesen Radweg benutzen wollen. Harte Devisen für ein bisschen Freigang an der Nordsee. Im Wangerland längst eine Systemfrage. Ob Sie jetzt Bürger von hier sind oder nicht, Sie sind da froh, wenn Sie an den Strand gehen, ist alles sauber und gepflegt. Wenn ich auf die Toilette gehen will, ist alles sauber. Wir dafür nicht, zahle ich das Steuern. Wenn das nicht ist, wissen Sie, was dann passiert? Da kommen irgendwelche Chaoten, ist doch so heutzutage. Die sagen auch, wir haben... Da sind der Rhein, reden Sie nicht. Da ist freier Strandeintritt, da wird hier gegrillt, da liegen da überall die Sachen und keiner macht es mehr weg. In der friesischen Nomenklatura versteht man die Welt nicht mehr. Niemand hatte hier die Absicht, zu viel Geld zu kassieren. Ich finde, das sind faire Angebote und ich weiß auch gar nicht, wie man überhaupt dazu kommen kann, ich sag mal, über 3 Euro pro Person einen solchen Aufwand zu machen. Zumal der Eintritt offenbar nur bei Sonnenschein fällig wird. Bei Regen fallen die Kontrollen aus. Dann ist nur noch Urlauber Bruno Grasekamp da, ein Grenzgänger aus dem Ruhrgebiet. Sagen Sie mal, wieso ist denn hier zu? Nein, wegen der Regen machen wir früher zu. Wieso machen die früher zu? Ja, hier, weil keine Leute kommen. Ja, aber 3 Euro muss man doch normalerweise bezahlen. Und ja, bei der Kurverwaltung. Ja, aber hier Kassenhäuschen. Hier auch. Ja, hier nicht, wenn Sie eine Kurverwaltung haben. Eine Karte von der Kurve brauchen Sie hier nicht bezahlen. Und ist die hier nicht da, dann können Sie umsonst rein. Sobald die Sonne scheint, wollen die Aufständischen weiterkämpfen. So lange, bis die Wiedervereinigung zwischen Volk und Strand erreicht ist.